Servus Menschen, ist mal wieder euer Rollbeast zu einem erneuten Video und heute haben wir was sehr, sehr Interessantes für viele von euch da draußen, aber es ist auch gleichzeitig ein sehr, sehr kritisches Thema. Und zwar habt ihr es eh schon im Titel gesehen, Leute, es geht darum, wie ihr unendlich viele kostenlose Beta-Codes für Infinite Warfare bekommen könnt. Da gibt es einen Trick und den werde ich euch hier in Kürze zeigen. Noch davor, ich habe ja gerade am Anfang erwähnt, dass es ein sehr, sehr kritisches Thema ist und ich will da noch, bevor wir zum eigentlichen Trick kommen, zwei Punkte loswerden. Der erste Punkt ist, ich bin nicht dafür verantwortlich, falls dieser Trick nicht mehr funktionieren sollte, denn ich weiß absolut nicht, wie lange das Ganze noch funktionieren wird. Deshalb schreibt euch das hier irgendwo auf, Leute, schreibt es euch hinter die Ohren. Ich bin nicht dafür verantwortlich, falls das Ganze nicht mehr gehen sollte. Dann der zweite Punkt ist, ich will nicht, dass die Leute da draußen, die dieses Video anschauen, denken, dass ich ein absoluter Spießer bin, beziehungsweise ein richtiger Betrüger. Bin ich überhaupt nicht, Leute. Ich würde sowas nie machen. Dieses Video bzw. dieser Trick ist eigentlich nur für diese Leute gedacht, die richtig kein Geld haben, die einfach mal vielleicht Call of Duty ausprobieren wollen und vielleicht sagen ein paar Leute, yo, ich habe überhaupt dieses Jahr keinen Bock auf Infinite Warfare, aber die trotzdem dieses Spiel spielen wollen, ohne was zu bezahlen, und das können sie eben mit einer Beta ganz gut austesten. Und eigentlich sollte die Beta eigentlich im besten Fall kostenlos erhältlich sein für alle. Das ist meine Meinung. Das ist auch in anderen Spielen so. Ich finde es viel besser, wenn eine Beta kostenlos ist, als wie wenn man schon vorbestellen muss. Und das Video ist eben nur für die Leute gedacht, die sich eigentlich gar nicht denken, das richtige Spiel zu spielen und die einfach nur mal die Beta probieren wollen, beziehungsweise für die Leute, die echt kein Geld haben, dann kann ich es auch noch verstehen. Ich selber werde mir so und so das Spiel vorbestellen, werde ich in dieser Woche vielleicht sogar noch machen, muss ich auf jeden Fall noch vor der Beta machen, ich lasse mir da dieses Jahr irgendwie schon ein bisschen Zeit, auf jeden Fall werde ich das eh machen, weil ich für euch natürlich Videos vorproduzieren muss, ich muss für euch Videos machen, das gleiche gilt nicht nur für Infinite Warfare, sondern auch für Modern Warfare Remastered, werde ich mir also sowieso vorbestellen und ich werde sowieso einen Beta-Code haben, deshalb werde ich sowas eh nie anwenden und ich würde auch sowas von meinem Charakter aus nie anwenden. Das wollte ich hier nur noch am Anfang so gesagt haben. Jetzt kommen wir aber zum Trick. Und zwar ist das Ganze nicht allzu schwer, wenn man es kapiert hat. Es geht darum, einfach das System zu verstehen. Wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel GameStop her. Und zwar war das letztes Jahr bei mir, habe ich Black Ops 3 auch über GameStop vorbestellt. Und soweit ich mich erinnern kann, musste man beim GameStop 5 Euro, glaube ich, waren das, einzahlen, damit man den Kassabon bekommt, damit das Ganze bestätigt worden ist, dass man vorbestellt hat und dass man auf den Kassabon den Beta-Code bekommt. Sprich, der Beta-Code würde also eigentlich 5 Euro kosten. So kann man das, glaube ich, sagen. Jetzt aber kommen wir zu der Plattform, wo wir den Trick anwenden können, und das ist Amazon. Amazon funktioniert da anders, und zwar muss man da beim Vorbestellen wirklich gar keine Zahlung leisten, sondern wird das ganze Geld wird vom Konto abgebucht, wenn wirklich auch der Release vom Spiel da ist. Das müssen wir uns jetzt merken, und ich glaube, jetzt fangen schon viele an nachzudenken, und ich glaube, jetzt ist es auch logisch. Und zwar, wenn man jetzt nichts für den Vorbestellermodus bezahlen muss, man muss ja trotzdem irgendwie beim Vorbestellen den Beta-Code bekommen. Und den bekommt man auch beim Amazon direkt innerhalb von 1-2 Minuten, vielleicht auch 10 Minuten. Ich bin nicht so oft in Amazon beim Einkaufen. Auf jeden Fall in kürzester Zeit bekommt man dann von Amazon eine E-Mail, wo man direkt den Beta-Code hier sozusagen bekommt und den man dann gleich einlösen kann und der auch funktioniert. Das Ding ist, wir haben noch immer nichts eingezahlt sozusagen. Von unserem Konto ist nichts weggegangen. Sprich, es ist schon mal die bessere Variante, als beim GameStop vorzubestellen. Aber was noch ein weiterer Vorteil jetzt hier bei Amazon ist, ist, dass man den Vorbestellmodus abbrechen kann. Wenn man sagt, wenn man eben die Beta gezockt hat, man sagt jetzt, yo, Infinity Warfare bockt überhaupt nicht, ich will das Spiel eigentlich gar nicht zahlen, dann kann man bei Amazon den Vorbestellungsprozess abbrechen und man muss gar nichts zahlen. Und eben das kann man jetzt ziemlich ausnutzen, indem man wirklich, dass man bestellt vor, bekommt die E-Mail, bricht die Vorbestellung ab. Man hat sozusagen einen Beta-Code. Macht das Ganze erneut, hat man zwei Beta-Codes und so weiter und so fort. Man kann da wirklich unendlich Beta-Codes produzieren. Halt, solange der Vorrat reicht, steht immer in den AGBs. Aber man kann halt echt viele Beta-Codes rausholen. Man kann sich jetzt für betrügerische Zwecke verwenden, indem man die weiterverkauft. Aber wie am Anfang gesagt, Leute, wenn das von euch jemand da draußen tut, der sich gerade das Video anschaut, es ist halt echt eine
unehrenlose Aktion, man unterstützt gar keinen, man wird dann einfach nur als Betrüger abgestempelt und ich hasse wirklich solche Leute, die sowas machen würden. Wie schon am Anfang gesagt, ich würde sowas nie machen. Auf jeden Fall ist das von Amazon aus eine sehr, sehr gute Variante, eben falls man noch nicht ganz sicher ist, ob man sich Infinite Warfare holen soll oder nicht. Und das war der einfache Trick, da ist nicht allzu viel dabei. Und das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, dass sich wirklich nur die Leute, die sich so eben denken, wie ich es in diesem Video schon oft genug gesagt habe, nur diesen Trick anwenden. Und die, die sowieso das Spiel spielen, werden sich es einfach vorbestellen. Der Preis bleibt ja der gleiche, Leute. Es ist halt ein bisschen ein kritisches Thema, aber was will man machen? Ich würde jetzt einfach sagen, wir werden uns beim nächsten Video wiedersehen und wer sich dieses Video wirklich bisher reingezogen hat, der hat absolut kein Leben oder kein Leben. So sind die Menschen heutzutage. Wir werden uns eben beim nächsten Video wiedersehen. Haut rein und ciao.